Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zur neuen Runde Random. Diesmal am Start, wie ihr schon seht, der WZ-120 Tier 9 chinesischer Medium Tank. Wie immer kurz am Start einen Blick auf den Forschungsbaum, um zu sehen, wo sich das gute Ding befindet und um so ein bisschen auf die Reihe einzugehen. Also ich glaube, die Reihe kennt ihr alle hier. Ja, die einzige, bis jetzt einzige, wer weiß, vielleicht kommt da noch was, chinesische Medium-Reihe. Angefangen hier bei diesen kleinen Dings da Bumster hier. Ja, ich glaube, das sind alles so ziemlich russische oder amerikanische Kopien. Ist nichts anderes. Ja, hier wird es dann special. Man hat so ein bisschen die Auswahl, ob man über Medium Tanks geht oder über Light Tanks geht. Hatte im Stream oft die Frage, oder habe sie oft im Stream, ja, was lohnt sich mehr, die Mediums oder die Lights? Und da ist hier die Antwort ganz klar. Ja, bis Tier 9 taugen diese Mediums absolut gar nichts. Und die chinesen Lights sind absolut geil. Ja, wenn ich denke an 5916 und WZ131 zu ihren Blütezeiten, naja, 5916 mit Autoloader und WZ mit der schnell feuernden 85 mm, ja, da waren die Dinger mega, mega stark. Haben sie natürlich ein bisschen genervt jetzt, aber der 8er ist immer noch richtig, richtig strong und macht richtig viel Spaß. Ja, und dann guckst du den Mediums an und hast einfach mal einen T34-1 mit sonst einer unzuverlässigen Kanone und den T34-2, der einfach nur grottenschlecht ist. Aber gute Nachricht, Tier 9 ist geil. WZ120 und um den soll es heute gehen. Vorab, der Tank ist ein bisschen special, denke ich. Ja, der einzige 9er Medium mit einer 440 Alpha Kanone und das finde ich toll. Ja, das ist, hat was, der Panzer, und genau um diese Kanone muss man versuchen, den Panzer zu spielen und muss man seinen Spielstil anpassen. Gut, 440 Alpha, das bringt natürlich ein bisschen ja, ein paar Spezialitäten mit sich. Nämlich, wenn wir uns das Ding gleich mal anschauen hier. 3,4 Sekunden Aim-Time, 0,38 Genauigkeit, eine Rate of Fire von 5. Ja, das ist alles andere als Medium-like. Und deshalb muss man seinen Spielstil halt dran anpassen. Gute Sachen hier am WZ sind natürlich eine super Turmpanzerung. Ja, ist sehr solide. Gegen einen 10er TD würde ich da jetzt nicht Halldown spielen wollen. Oder zumindest nicht, würde ich es nicht drauf anlegen. Ja, man kommt da immer noch durch, gerade hier durch die Turmmitte. Cupolas sind auch jetzt nicht die kleinsten, ja, da sollte man vorsichtig sein. Genauso die Wanne taugt ein bisschen was, ja, ist so ein bisschen wie der T54. Aber man sollte sich auch nicht drauf verlassen, jetzt gegen höherstufige Panzer oder gegen dicke Kanonen. Ja, meine Crew habe ich wieder zurückgesetzt hier, bin hier auf dem Presseaccount, da ich den zurzeit nicht auf meinem eigenen Account habe, diesen Tank. Und ja, denke, das ist so eine gute Crew auf Tier 9, die man haben kann. Kommandant mit 4 Skills, der Rest mit 3 Skills. Ihr seht, komplett Brothers in Arms, komplett Repairs. Repairs natürlich, ihr wollt das Ding im Nahkampf spielen, auf mittlere Distanz, ihr wollt damit nicht snipen. Ja, und im Nahkampf kann es schnell passieren, dass irgendwie ein Modul ausfällt, dass man deshalb möchte man das so schnell wie möglich reparieren können, auch ohne das Medkit. Ja, deshalb Repairs ganz, ganz wichtig. Natürlich die Gunhandling Skills, ja, um dieser Kartoffelkanone ein einigermaßen brauchbares Gunhandling zu verleihen. Hilft ein bisschen was, aber natürlich ist das Gunhandling immer noch unter aller Sau. Aber 440 Alpha, ich denke, da ist das gerechtfertigt. Jetzt seht ihr ein bisschen was ja, Unkonventionelles, was ich hier eingebaut habe. Ich glaube, Stabi keine Frage, Ansitzer auch keine Frage. Und jetzt der Richtantrieb. Ja, eigentlich auf Medium Standard die Optiken oder für DPM-Enthusiasten vielleicht auch die Lüftung hier. Aber Richtantrieb, finde ich, hat sich auf dem Panzer bewährt. Ich habe lange nicht mehr gespielt, aber vorher, als ich ihn gedreimarkt habe, bestimmt schon ein, zwei Jahre her, bin ich auch mit Richtantrieb gefahren und denke, das hat da wirklich sehr, sehr geholfen. Verringert einfach die Aim-Time unnormal. Ja, und da man in den Nahkampf fährt oder auf Medium-Distanz arbeitet, denke ich, ist die Sichtweite gar nicht so wichtig. Natürlich gibt es Situationen, wo man gern Sichtweite hätte, ja, das wird immer wieder, wird's immer wieder geben. Aber ich denke einfach, dass der Richtantrieb hier mehr bringt, in mehr Situationen und man, ja, öfter davon profitiert als von der Sichtweite. Ja, habe keine Ration dabei, weil ich denke, ich werde das für Runde Random jetzt so ein bisschen einführen. Ja, ich weiß, Credits in WoT sind immer ein sehr, ja, ein sehr kritisches Thema. Auf die 8 Credits fahren, das ist nicht jedermanns Sache, gerade mit dem Matchmaking heutzutage. Deshalb habe ich mal die Ration rausgelassen. Rationen sind teuer, 20.000 pro Runde oder wer das im Sale kauft, die Hälfte. Deshalb mit Feuerlöscher unterwegs. Und ich meine, es ist eine Kopie von dem russischen Panzer. Das heißt, die Fuel Tanks sind auch frontal drin. Ja, und gerade Schüsse in die Seite ist im Prinzip
Ja, ein brennbarer Panzer, der auch sehr oft fackelt. Und auf Medkit möchte ich heutzutage nicht mehr verzichten. Gut, zu viel gequatscht, let's go. WZ-120, dabei. Sehr schön auf Mannerheim-Linie. Mannerheim-Linie. Spawnen wir hier. Mal schauen, was ich hier rausholen kann. WZ-120, denke ich, hat, ich will nicht sagen, so ein bisschen an Bedeutung verloren, aber mittlerweile gibt es ja das Objekt 430 auf Tier 9. Was ihm, denke ich, so ein bisschen die Krone raubt, ja, als hoher Alpha-Brawler-Medium, möchte ich jetzt mal sagen. 430 natürlich nochmal mit extremerer Seitenpanzerung. Ich glaube, der Turm auf dem 430 ist auch noch ein Stück besser. Und die Kanone auf dem 430 verhält sich deutlich angenehmer. Das heißt, besseres Gun-Handling, bessere Genauigkeit und auch ein bisschen schnellerer Reload. Aber das Schöne am WZ ist, er hat nochmal 50 mehr Alpha. Das verleiht nochmal so ein bisschen den extra Kick. So, Mannerheim-Linie. Ja, eigentlich fahre ich gerne in den Süden, aber eigentlich auch nicht, weil eine Art hier am Start ist. Aber sieht so aus, als ob hier oben gar nicht viel sein oder abgehen wird mit unserem Team. Deshalb, ja, in den Süden und schauen, was da geht. Ganz wichtig, wie schon angesprochen, ihr wollt das Ding immer in den Nahkampf bringen oder auf mittlere Entfernung spielen. Snipen könnt ihr vergessen. Kanone eben zum ersten ewig, ja. Und zweitens ist sie halt einfach nur ungenau wie Sau. Ja, da brauchst du echt schon richtig gutes Glück, um da was zu treffen. Und vor allem auch Zeit, um einzuaimen. So, hier unten weiß ich, ich kann gut Halldown spielen. Kann eventuell auch so leicht auf Sidescrape spielen. Und ja, dann schauen wir mal, was hier möglich ist. Haben natürlich auch einen russischen Super-Tank hier am Start, 430U. Deshalb sollte hier nichts schief gehen. So, jetzt schauen wir mal. Untere Wanne. Boah, da sniped er ihn weg. Sehr cool, sehr cool. Guter Hit. Fein gemacht, genau, ne? So, jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis die CGC sagt. Oder bis die CGC anmeldet. Okay. Okay, ich habe den sechsten Sinn verpasst. Ich dachte, er sah mich da nicht. Aber natürlich dumm. Hui. Wie weiß er nur, dass er auf mich zu schießen hat? Okay. Interessant. Ja, dann waren das zwei sehr dumme Aktionen hier. Hier ist bad. Zwei Drittel der HP verloren. Jetzt denke ich, fahren wir zurück in die Basis und warten, dass was passiert. Gegner sind schon da im Anmarsch. Leo ist schon aggressiv aufgerückt. Cool. Aber so eine 500er Kelle von der CGC ist natürlich echt was Schickes. Ja, top. Man könnte ja vielleicht auch mit dem mit der Arti auf das 430U schießen. Ein Tank, der meiner Einschätzung nach wesentlich gefährlicher ist in so einem Matchmaking. Ja. Ah, ich dachte, ich könnte auch ein bisschen XVM-Camo genießen auf so einem Presse-Account, aber dem ist wahrscheinlich nicht so. Hey. What the hell? Ich überlege gerade, wer das gewesen sein könnte. T49 vielleicht? Das Korrekte wäre halt jetzt hier zu warten und die Gegner aufrücken zu lassen, aber irgendwie möchte ich nicht. Unsere Leute im Süden versuchen zu pushen, ist natürlich sehr schwer. Die Arti hält da ununterbrochen rein. TDs sind auch am Start. Und die Gegner haben da gute Posis auf Halldown und auf Sidescrape. Nein, ich würde sagen, ich warte jetzt hier, bis die Gegner reinrücken. Aufrücken. Sehr schön, Kartoffelkanone, wunderbar. Ihr seht, ich habe mir eine Posi gesucht, bin komplett Halldown. Und genau in so einer Umgebung werdet ihr den WZ bewegen. Natürlich auch eine angenehme Distanz hier, Kampfdistanz, 200, 250 Meter, das ist so. Ja, da fällt diese lange Aim-Time nicht allzu schwer ins Gewicht. Hier gebe ich noch eine mit. Ja, alle Zeit der Welt, um dich durchzuaimen, deshalb nehme ich mir die auch. Ich hätte gleich noch mitgenommen, sehr schön. Leo ist One-Shot, das ist sehr wichtig. Sehr schön. Dicken Schellen sind am Start. So,
Ich sehe, dass der Arm X da flankiert, aber zurzeit kann er mir noch nicht viel. Ich glaube, ich fahre gerade ein 390 Alpha Medium. Bei den letzten Rolls hier. Alle deutlich unter 400. Ja, ne? Mediums haben keine Chance, hier durchzurücken. Gegen so schlechtes Gun-Handling, was da hilft, ist den Aim ruhig zu halten, ja. Also nicht viel die Wanne jetzt hin und her bewegen, nicht viel den Turm hin und her bewegen. Immer in die grobe Richtung zu aimen, wo ihr die Gegner erwartet. Und die Wanne nicht allzu sehr hin und her zu bewegen. Autsch. Mit guten Hit-Sounds auch am Start? Nicht. Ich will jetzt gleich blind schießen. Achtung. Oder ne? Ja. Ja. Okay, dann hole ich mir ihn, wenn er wieder hochkommt. Wunderbar. So läuft das, Leute. So läuft das. Und er hat keine Ahnung, wer ihn jetzt gekillt hat. Centurion ist clever, nutzt da drüben die Büsche aus. Ist natürlich daran denken, dass der Leo da unten noch steht. Und ich bin für beide One-Shot. Für den Centurion sowohl als für den Leo. Gib ihm Scorpion. Komm, gib ihm. Nice one. Guten Tag, Leopard. Ja. Das bin ich. Wir sehen, auch wenn der Leo, auch wenn ich schon gespottet war, nicht panisch reagieren. Er musste erst seinen Turm drehen. Deshalb alle Zeit der Welt, um da kräftig durchzuaimen. Ja, ich glaube, das hat uns ein bisschen das Game gerettet hier. Nicht nur, dass ich noch ein bisschen Schaden machen konnte, aber auch halt gut hier verteidigt die Basis. Snipe. Ho. Jawohl, jawohl. RNG ist am Start, Leute. RNG ist am Start, Leute. Ne? Sehr geil. Super. So, TGC, bist du drauf? Ich weiß gar nicht, ob die XVM-Statistiken für diesen Account überhaupt sichtbar sind. Ich meine, ich habe zu dem Zugang, deshalb ist es wahrscheinlich irgendwie ein 5000 W8 Account. Nee, ist es nicht, vielleicht 3000. Ich eier ja auch mal irgendeine Scheiße zusammen. Aber eigentlich ist es ja so bei den Special Accounts, dass man die Statistiken nicht sehen kann. Aber ich glaube, genau das ist auch interessant für die Klicker. Wow! Wow! Ausgegrautes Feld? Wow! Ein Klick! Boop! Und RNG! Top, top, top. Ja, das zeigt euch wirklich, von was von der großen Bedeutung RNG in diesem Spiel ist. Ja, wie wichtig es ist, zu aimen. Ja, wie wichtig Genauigkeit ist. Ja, das ist alles so irrelevant. Es kommt einfach nur darauf an, wie der fucking Würfel fällt. Ja, gute Einstiegsrunde. Am Anfang einen riesen Fehler gemacht. 2/3 der HP verloren. Aber ich denke, zum Schluss noch gut gerettet hier. Die RNG-Götter. Voll auf meiner Seite jetzt gerade hier zum Schluss. Nice. Alright. Redshire. Jetzt hat man hier so ein bisschen Entscheidungen zu treffen. Oft verbreitet oder weit verbreitet oder gern gespielt wird ja die Mitte der Mediums, mit den Mediums. Ich spiele da auch gerne. Aber WZ 120, ihr habt 0 Gun Depression, ja. 0 ist wirklich nix, nada. Ja, Kieselstein unterm ersten Kettenrad, ihr kriegt die Kanone nicht mehr runter. Ja, deshalb Mitte fällt so ein bisschen raus. Und wenn ich hier ans Gegnerteam sehe, ja, da haben Panzer hier wie Type und Patton, die mich da deutlich auseinandernehmen können. Oder auch halt hier Leute in Objekt 140 zum Beispiel. Deshalb möchte ich da gar nicht in der Mitte spielen. Habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich fahre Richtung 1er Linie in die, was ist das da, in die Burg. Oder ich fahre hoch zu den Heavies. Da wir eine Menge Heavies haben, denke ich, ja, helfe ich unseren Leuten da mal, die Gegner auseinanderzunehmen. Und ich versuche, einen frühen Spot zu bringen, damit die Leute von da Kreuzfeuer eröffnen können, da in die Auffahrt. Ja, das ist absolut schlecht gemacht auf der Map. Da muss ich, ja, das muss man einfach nur sagen. Dass man, wenn man die Heavys rechtzeitig spottet, dass sie dann nicht
nicht safe hochfahren können, ja, und gleich kassieren. Es ist wichtig, dass da die Leute stehen und drauf warten. Bis jetzt ist es nur ein T-54 und eine Arti. Schon mal anpingen, dass ich das spotten werde. Ah, guten Tag. Hallo. Wo geht's hin? Oh, und kein Feuerlöscher. Oh, schieß doch. So, jetzt haben auch die Gegner hier Mediums am Start. Warum der Patton jetzt hier hochfährt, das kann ich mir nicht ganz erklären. Ich persönlich würde nie hier hinfahren im Patton. In der Mitte ist das doch wirklich das Paradies für den Patton. So, lass mich aber ein Stück zurückfallen. Lass erstmal die dicken Jungs hier ran. Die großen Boys. Ehrlich gesagt, seit dem Update noch gar nicht oft hier oben gespielt. Aber schau mal, was jetzt hier machbar ist. Jetzt habe ich irgendeine Hitbox getroffen, die ich nicht gesehen habe. Oh, das ist eine gute Position hier. Sehe ich gerade. Okay, top Hitbox WG, wirklich sehr schön die Hitbox gemodelt an dem Stein. Ja, super. Ich eben einen halben Meter drüber, aber anscheinend ist er immer noch Stein. WG, come on. Wenn ihr die Maps schon nicht ordentlich balancen könnt, dann gebt den wenigstens ordentliche Hitboxen. So, Freunde, jetzt wäre es cool, wenn ihr mitspielen würdet. Und versuchen würdet, irgendwie hiermit zu helfen. Ja, bis jetzt aimen sie da einfach nur die Ecke ab und nichts passiert. Blöde Sache. So, wir jetzt mal versuchen, den E75 hier im Sidescrape irgendwie zu beschießen. Oh, jetzt. Ging aufs Turmdach leider. Die Seite treffen. So, leichter Sidescrape. Nicht übertreiben. Sehr schön. Jawohl, Types rücken auf. Also ein Type. Dirpgun-Type ist natürlich der perfekte Counter. Gegen Sidescrape. Ja, seht schon, das 705 kassiert ordentlich. Jetzt für 30 Uhr aimt mich einfach nur permanent ab. Ich versuche die Turmfront zu treffen vom E75, aber nicht ganz so easy. Das heißt, ich nehme Mäuschen Turmseite. Okay, also. Ich sage jetzt mal nichts dazu, diesen Hitboxen an dem Stein. Ich lasse das einfach so dastehen, so stehen. Boah, Mensch, nicht die Hitbox von dem Stein getroffen. Wahnsinn. 2-7 hat er nicht. Aimt ja ab, ich will den Hit mir eigentlich nicht fangen. Boom. Mr. Dirp am Start. So, Gegner haben jetzt erfolgreich die Mitte durchgepusht. Ich fahre erstmal safe vor eventuellen TDs da oben und fahre jetzt von hinten an. Boah, 537er Schelle mit Feuer. Das ist natürlich geil, ja. Das kann nur eine 440 Alpha Gun. So ganz gewonnen ist es noch nicht, ne? Ich hoffe, unsere Heavies realisieren das und fahren eventuell Richtung Basis zurück. Was ich jetzt versuchen werde, ist in die Mitte zu fahren. Um eventuell Feuer darauf zu öffnen, auf die Leute. Und eventuell hier zu spotten. Jetzt bin ich aufgegangen. Ich nehme an, dass das von da oben war. Oder von da? Ah. So, wie gehen wir das jetzt am besten an hier? Ganze Leute, die machen das gut. Mit dir jetzt einnehmen, das ist wichtig. Wir wissen, dass der STRV da oben irgendwo rumsteht. Da ist er.
Vielleicht kriege ich hier einen Hit rein. Bleibt stehen. Ja, das ist das Derp Gun Handling, was ich angesprochen habe. Das voller Fahrt, Turm drehen und stehen bleiben. Da dauert es eine Weile, bis man irgendwie auch nur annähernd einen genauen Schuss rausbringen kann. Jetzt ganz wichtig, dass wir die da abschneiden. Ja, dass sie nicht wieder in die Mitte kommen, und hier Hull Down spielen können. 430U geht volle Kanne rein. Ja, just 430U things. Kann sich das natürlich erlauben mit seinem Superpanzer. Kriegen wir die Arti raus da hinten, Alter? Nein, kriegen wir nicht. Super Tank braucht keine Hilfe da oben. Ne? Oh shit. RNG. Nope. Oh, ihr seht nicht so rein, Yolo. Das ist ein bisschen freundlich hier. Einfach mal abstellen, solche Leute. Wunderbar. Sehr gut. Also jetzt, gut, dass ich am Anfang nicht hingefahren bin, ja, das angesprochene Problem mit der Gun Depression, ja, hätte mich da wirklich, hätte mir das Leben da sehr schwer gemacht. Ernsthaft? Er steht da, der Streuwagen, in so einem fucking Busch. Ja, TN-100 steht da neben dem. Na gut, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass sie mich da beide rauskriegen. Aber, ja. Diese Hitboxen am Anfang. What the fuck? WG, fixt euer scheiß Spiel, echt? Und diese Hit-Sounds auch, ja? Kann nicht so schwer sein. Ich meine, die bauen schon die komplette Map neu oder komplette Maps neu in mit dem 1.0er-Update. Ja. Balance oder das Map-Balancing wird dabei komplett wieder ignoriert, wie vorher. Wenn sie das schon machen, dann können sie wenigstens ordentliche Hitboxen hinzufügen. Ja, das wäre echt und wirklich sehr, sehr cool, ja. Ah, das hätte ein bisschen mehr Schaden sein können, darum ruhig 3-4 Schüsse mehr. Bin ich jetzt bei 5k, ja, aber nichtsdestotrotz keine schlechte Runde. Konnte die Heavys da, naja, mehr oder weniger gut unterstützen. Nice, good job, Leute, good job. Hat natürlich auch zwei russische Supertanks hier am Start, ich glaube. Mit deren Hilfe haben wir das gewonnen. Ohne die wäre es schwierig geworden. Ui. Ja, können wir ein bisschen aggressiver spielen hier. Ist das jetzt ein 5? Ja, ein 5-10. Ich sehe gerade auf dem Presseaccount, ich habe die anderen Game Modes gar nicht ausgeschalten. Ah. Lasse ich das an oder nicht? Ich lasse es einfach mal an. Mal schauen, was hier so passiert. Ja, also Quicklinie Verteidigung. Ich glaube, hier hat sich seit dem Update nicht viel geändert. Sechster Linie ist immer noch so ein bisschen Schlüsselposi. Von der Seite kann man die sechster Linie oder auf der Flanke kann man die Linie absolut super gut halten. Ganz Feld spotten, Teildown spielen und so. Wird natürlich wieder das Gun Depression ein bisschen zum Problem werden. In Süden fahre ich nicht gerne. Ja. Aber mal schauen. Ich werde so die sechster Linie anfahren. Hab natürlich jetzt keine Sichtweite. Aber vielleicht kommt ja irgendwie ein Scout oder sowas mit. So Leute, wichtig ist halt auf der Karte, dass man sich breit macht. Ja, Leute ganz im Süden, Leute ganz im Norden, Leute in der Mitte. Das eröffnet ein super Kreuzfeuer und macht es den Gegnern richtig, richtig schwer. Da irgendwo rein zu pushen, weil sie, egal wo, immer im Kreuzfeuer stehen. So, Artis, jetzt haltet mal rein da bitte auf den Stritzwagen oder auf den CDC, ist mir egal. Die Gegner sind sehr aggressiv hier am Start. Mensch, doch, heute habe ich das aber echt mit den AMXen hier. Jetzt aber. Hey. Seht ihr, kann er gut auf Halldown spielen. Immer in Bewegung bleiben. Mit den Weak Spots kann er einfach das Ziel werden.
Ist echt drauf, Amix. Ja, ne, das ist ein einfacheres Ziel. Und der Boden ist natürlich ein noch einfacheres Ziel, nehme ich mit. Jetzt wird es ein bisschen eng, ne? Ich habe nur ein Progetto hinter mir. Leute, guckt mal, hier ist eine Menge Panzer am Start. Unser Heavy, es wäre cool, wenn sie ein bisschen aus der Stadt mit rauskommen. Und so ein bisschen hier mit rankommen. Cupola? Also ich zähle jetzt... Oh, so, ich muss mich denen jetzt widmen. Das heißt, ich fahre vor den Leuten safe. Erstmal hier rüber. Jetzt kann ich anfangen hier zu schießen. Autsch! Ich dachte, ich wäre safe von euch. Okay, das war minder gut, was ich jetzt angestellt habe. Zwei Shots kassiert vom Amix, das ist nicht gut. Oh. Jetzt hier so einen kleinen Grashüpfer-Snipe mit der Kanone. Mehr Grashüpferchen, komm. Ich bin immer noch spotted. Ach, viel ist Batman, Alter. Ja, das war schlecht von mir gespielt, aber das haben sie auch so ein bisschen umgebaut hier. Eigentlich können die Leute da nicht safe stehen, die Mauer ist neu. Damit habe ich noch nicht ganz gerechnet, aber wie gesagt, ich spiele das normalerweise nicht, diesen Game Mode. Ja, das war mal noch ein richtig spannendes Match hier. Gecarried von Baguette und Pizza Tanks. Sehr cool. Er war ein richtiger Endgegner hier. Also, okay, Amix, okay. Ja, ich denke, wir machen noch eine Runde dran. Das war jetzt ja nicht der Rede wert hier. Hat auch Lack gehabt, sofort da die Kette zu ziehen. Hätte wirklich nicht gedacht, dass ich da gleich aufgehe hinter dem Busch, obwohl ich noch nicht mal geschossen habe. Aber gut. Ich weiß jetzt, wie die Map funzt. Und dass man da in der Mitte safe stehen kann, war vorher auch nicht so. Die Mauer, die da hinter der sich da am X da verstecken konnte, die ist eigentlich neu. Ursprünglich konnte man da einfach nicht safe stehen in der Mitte. Okay, gut. Wir sind jetzt auf Erlenberg. Ja. Ja, geiles Platoon im Gegnerteam. Das wird sicherlich eine Menge Fun werden. Drei Mäuse. Ah, okay. Wieder ein 15, aber jetzt am unteren Ende am Start. Ja, ne, das neue Erlenberg, was soll ich dazu sagen? Ich mag's ja nicht wirklich. Und weiß auch gar nicht, was ich hier wirklich tun soll. Ich denke, ich fahre einfach mit unseren Teammates mit und bleib passiv. So, Leute. Plan. Und ich auch, was mit meinen FPS los ist. 80 FPS. Hello. Normalerweise sind es 180. So, also andere Seite ist es, oder wie? Nee, nicht? Okay, dann fahren wir wieder auf die andere Seite. I don't know. Die Map ist irgendwie ziemlich verhunzt. Es ist cool, dass man jetzt überall über den Fluss fahren kann. Das haben sie toll hinbekommen. Aber sonst, nee. Nee. Ganzen Camper-Posis, die du nicht pushen kannst. Das ist natürlich Bullshit. So, Snipe des Jahrtausends. In den Dreck natürlich. So, ich glaube, da oben brauche ich Gun Depression an der Posi. Ich weiß, dass man da ungespottet schießen kann, aber ich glaube, man braucht da Gun Depression. Kurzer Wiggle. Um den Schuss abzuwehren. So, ich kann versuchen, hier zu spielen. So, nein, die mein Freund. Das klappt nicht ganz, hat nicht ausreichend Gun Depression. Ja, am liebsten da vorne in dieses Loch kommen. Tja, jetzt können uns die Leute da hinten schon beschießen. Das ist echt cool gemacht auf der Karte. Deren Platoon ist in der Mitte, das dicke Gegner-Platoon. Thank you.
Einfach nicht die Seite zeigen müssen. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das irgendwie smart machen hier. Das ist natürlich... Ich glaube, die Panzer sind wesentlich gefährlicher, Arti, aber... Alles klar. Was soll dieser X2M-Fokus, Alter? Was soll das? Es ist ja auch nicht so, dass so ein riesen dicker Heavy leichter zu treffen ist. Oh. Okay, cool. Ach man, ich hasse diese Karte einfach nur. Ich gehe einfach auf K, bis die Runde zu Ende ist. Das war's. Ach. Kann man eine Map so hart verhunzen, ey. So, jetzt haben wir sich den Kill holen. So, ihr da oben, ihr spielt mit oder seid ihr einfach nur stille Zuschauer? Das interessiert sie nicht, ja. Das interessiert sie wirklich nicht, das hier. Der Light wird einfach rübergesprungen kommt, fährt hier oben in den Kreis. Ja, Type hätte ihn vielleicht one-shotten können sogar. Die ziehen ihm mindestens Hälfte der HP ab, aber gut, es wäre zu viel verlangt. Ich verstehe, es wäre zu viel verlangt. Ja, oder auch keine gute Abschlussrunde, so wie ich das gedacht hatte. Aber es ist, wie es ist. Also Zusammenfassung zum WZ 120. Das mit den 440 Alpha auf Tier 9, ja, das macht ihn so ein bisschen unique. Kanone ist natürlich absolut Kartoffel und dirbt absolut rum, deshalb... Versucht die Kanone durch ruhige Bewegungen ja nicht allzu sehr aufzuschuggeln, also den Aim-Kreis klein zu halten, indem ihr nicht unnötig die Ketten hin und her bewegt, nicht unnötig den Turm dreht. Das hilft euch ein bisschen vielleicht beim Handling der Kanone. Ich weiß, dass das Ding auch andere Kanonen hat. Ja, hier zum Beispiel so eine 100mm oder so, aber sind wir mal ehrlich, eine 100mm mit 320 Alpha und 2,9 Sekunden Aim-Time, das muss man sich wirklich nicht geben, denke ich. Ja, und dann hast du sowas wie einen T54, der einfach nur alles besser kann dann. Ja, deshalb mein Rat, nehmt diese Kanone, auch wenn sie sehr speziell ist, es lohnt sich. Ja, und die ist special. Ja, und sonst Turmpanzerung nutzen, moderat manchmal auf Sidescrape spielen oder versuchen Halldown zu spielen, funktioniert wirklich sehr gut und versucht halt wirklich irgendwie auf ja, kleine oder kurze Entfernungen da zu spielen. 200, 250 Meter, ich rate euch nicht damit zu snipen. Ihr habt gesehen, wie das funktioniert, nämlich gar nicht. Ja, und dann kann der Tank wirklich sehr, sehr viel Spaß machen und ist, glaube ich, eine gute Vorbereitung auf den 121er, der auf Tier 10 relativ ähnlich ist, nur dass die Kanone sich ein bisschen besser verhält. Gut, Leute, dann war's das mit der Runde Random. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, Leute. Peace out.